Klux-Klan. Also, nach der Kreuzfahrt gehen wir zwar nicht beide nicht freisprechen, aber wo ist denn der überhaupt, der Kerli? Also, Vierer, Bursche. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen Platz tauschen, da gehörst du hin, wo das Mädel sitzt. Und man nimmt jetzt auch mal Platz. Da her. Da hin. Aber gescheit. Da her. Genau. Gut. Wie sieht das aus, Engel? Also. Halleluja, Halleluja, mein was wird der noch alles tun? Halleluja, Halleluja, in großen Bädern nicht allein. Die uns befreundeten Weingeister haben bei meinem Chef beantragt, dass ich als Petrus mit einer Abordnung Engel zu diesem denkwürdigen Ereignis zur Unterstützung antreten soll. Zumal als Namenspatron habe ich mich zusätzlich verpflichtet gefühlt, diese Aufgabe zu übernehmen. Ob es was hilft, müssen wir abwarten. Da wir eingesehen haben, dass bei einem solchen Kaliber eines Jubilars eine noch so große Schar von Weingeistern auf verlorenem Posten steht, bin ich mit meinen Elite-Engeln gerne hierher gekommen, um eine entsprechende Hilfestellung zu leisten. Und, wenn wir schon mal da sind, möchten wir einmal darstellen, was wir wegen diesem Kerl, Eberherr Peter, alles leisten müssen. So lasst mich doch mal loslegen. Zuerst einmal, grüß Gott, ihr Leute. Warum wir da beieinander sind heute, das habt ihr ja alle gerade erfahren. Und ich verzeihe euch, wie es kein Schmarrn. Von ganz oben haben sie uns runter geschickt. Sehr finden war schon mal geglückt. Was ich jetzt sage, der werdet euch grausen und morgen noch die Ohren sausen. Die Engel da, die sei gesagt, die sind fürchterlich geplagt. Es sind auch bloß noch 6 oder 7, die anderen haben im Himmel geblieben. Denn beim Peter klang, so wie ich mein, niemals ohne Schutzengel allein. Was da alles ist und schon alles war, braucht ja eine Schutzengelschar. Der Peter hat so schwere Mängel, dieser Bengel, dass er braucht für jeden dieser Mängel einen Engel. Und zu mancher dieser Geschichten möchte auch jeder Engel was berichten. Drum hört ja jetzt ganz stark zu. Und Otto, du gibst auch Ruhe. Zur Einführung in die jeweilige Thematik werde ich ein paar erklärende Worte sagen, damit unsere eh schon stark strapazierten Engel sich nicht noch mehr verausgaben müssen. Die Details werden sie aber dann schon selber erzählen. Dann gehen wir zum Fall 1. Es war am Tage des Vaters, des Sohnes und... Nein, halt. Es war am Vatertag was. Am Vatertag halt, als der Peter die großartige Idee hatte, mit seinen Bekannten eine Radlfahrt zur Sauschütt zu machen. Zuständig für diese Aktion war Schutzengel Martin. Zuerst können wir es nicht zum Wicker fahren. Ein Ernstbeb ist verrückter kann. Dann sind sie voran, der Peter voller Stolz, über den Honer, obi, ein ins Holz. Es geht nicht lang her. Am Pepsi Reifen liegt endgültig sich in Streifen. Es hilft nichts, es ist einmal leer. Zum Wilhelm zurück, aber das Radl muss her. Unter Peters Führung fahren sie dann weiter. Beim Stäbeln dann, was gescheit. Was da alles gesehen haben, auf diese Art und Weise, sieht man normalerweise nur auf einer großen Urlaubsreise. Aber was da
südlich vom Wald. Und weil ihr Birkach Ari gefällt, sind sie nördlich vom Forst hinausgetaucht. Dann wieder südlich zum Golfplatz. Das hat es geschafft. Hohenlinden haben sie dann auch noch gesehen. Und dann sind sie endlich in das Schauschritt gewesen. Dort haben sie getrunken und gegessen. Der Peter, der war dann so vermessen, beim Heimfahren wieder Führer spielen. Ich glaube, der braucht eine neue Brühe. Den wir es da gefahren haben, braucht es nicht rum. Ich bin am Ende. Kohn und magst du dem Thema überhaupt nichts mehr sagen. So, das war erst der Anfang, du liebe Güte. Lass mich noch eine Zwischenbemerkung machen. Aufpassen muss man beim Peter immer dann, wenn er scheinbar hilfreich zur Seite steht. Beispielsweise hat er selbst bloß beim Gepäcktragen in Südtirol den Wilhelm Martin Käufer, als alle ihr Quartier in Lerner für den Kurzurlaub bezogen haben. Nachher, vor Antritt einer Wanderung, stellte Martin jedoch fest, dass seine Schuhe nicht dabei hat. Das hätte beinahe eine Diskussion zwischen den Wilhelms ausgelöst, wer da schuld ist. Aufklärung natürlich und selbstverständlich, der Peter hat die Schuhe verräumt. Dann wäre der Fall 2. Gerichtsverhandlung hat bei Fall 3 geschlossen, da geht es noch weiter, ich sage das gleich. Also der Fall 2, auch hier liegt eine Hilfsbereitschaft von Peter vor, die diesmal allerdings für ihn selbst beinahe zum Nachteil ausgegangen wäre. Aber diesmal war er wieder ein Schutzengel zuständig. Verantwortlich für den Fall bzw. Nichtfall war der Engel Georg, der schon aufgrund seiner körperlichen Beschaffenheit prädestiniert war, hier massive Hilfe zu leisten. Ja, in Straßlaternzer Ferenzheimbaum, man möchte ja seine Augen nicht trauen. Oben dort die Decken betonieren. Wo hat der Peter bloß sein Hirn? Ohne Schauen, einfach rückwärts schlendern. Er tut seinen Weg auch nicht verändern. Dann haben sie mich schnell hinzubeordnet. Hat nicht lang gedauert. War ich gefordert. Denn wie er wieder weiter rückwärts kracht, ist er in Klumpen angedacht. Mei, schreien sie alle, den Haus Ovi. Doch, da war ich. Birschau. Die Hobby. Darauf hat er sich auch noch grüßt. Er hätte sich eingehalten am Brust. In Wirklichkeit ist er schon so alt. Ich war schuld, dass er nicht fällt. Wo wird der noch überall umeinander suchen? Mir graus. Aber ein Engel, der kann nicht fluchen. Wenn der Schule nicht sitzen bleibt, soll das wenigstens der Wirtschafter.
ist er bei Wanderungen derjenige, der immer wieder eine fadenscheinige Begründung hat, damit man noch die eine oder andere Flasche Rotwein trinken kann. Wenn dann die Sicht beim Heimwärtswandern nicht mehr einwandfrei ist, kann es neben der hereinbrechenden Dunkelheit durchaus noch einen anderen Grund haben. Dann gehen wir zum Fall Nummer 3, eigentlich dem Ursprungsfall, gell? Die Versetzung nach Meitenbeet. Hier war als Schutzengelbegleitung Frieda eingesetzt. Eines Tages wurden dem Peter die Lüste gesetzt. Oder haben sie ihn irgendwie in Albig verletzt, dass er sich wohnlich verändern kann. Aber wie macht man das besonders galant? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Doch er als Genie denkt sich, das Beste wird sein, ich heirate irgendwo hin. Und damals hat mein Boss zu mir gesagt, ich war jetzt da als Schutzengel gefragt. Ich denke mir, wo der mir den hin? Wer ist so robust? Was für ein Marl hält das aus, wenn's der niederschmust? Jetzt bricht mir ein Kopf, mir fällt gar nichts ein. Aber im Grund konnte es nur eine Betterin sein. Wer hat die Psyche, wer kann am besten wehrhaft sein? Ich meine, das war eine vom Schützenverein. Und da habe ich dann an die Christa gedacht. Kaum gedacht, hat sie eher einen Kopfwart schon verringt. Mit dem Mofa von Albig noch mal Bett ist er drin. Ich hab die Strecke schon auswendig gekannt. Aufpasst hab ich auf ihm recht gut, dass sie mich auch nicht schmeißen tut. So ist es gegangen. Und jetzt habt ihr ihn da. Was fängt mit dem Kerl jetzt an? Meine Zufriedenheit ist auch nicht gestillt. Aber meine Aufgabe als Schutzengel, die ist erfüllt. Dass ich auch noch in der personenbewachungsfreien Zeit immer trotzdem einen Schutzengel opfern muss, um das Haus zu hüten, weil ja selten jemand daheim ist. Die häufigen Hochzeitsfilme, die der Peter produziert, sind dafür natürlich auch zum Teil verantwortlich. Allerdings ist ihm kürzlich ein Missgeschick dabei insofern unterlaufen, weil ihm vor lauter Einfangen verschiedene Impressionen für den Film inzwischen das Brautpaar entwischt ist und einfach in die Kirche entschwand, ohne auf ihn zu warten. Durch einen atemberaubenden Antrieb soll er sich dann doch noch vor dem Hochzeitspaar am Altar befunden haben. Das wundert mich allerdings irgendwie, aber an dem Tag hatte er selbst Hochzeitstag und daraus resultierende Nachwirkungen waren am nächsten Tag klar ersichtlich. Am Sonntag also, wie es sich an einem Hochzeitstag gehört, gingen Peter und Christa im hochdekorierten Outfit von zu Hause, von ihrem trauten Heim in die Kirche. Zu einer für sie gewohnten Zeit um 8.45 Uhr, als aber sonst noch kein Mensch daran dachte, sich auf den Weg zu machen, weil das Hochamt diesmal erst um 10 Uhr. Das werte Jubelpaar wurde schon allerorts gesehen. Man wunderte sich jedoch nicht über den frühen Aufbruch, da die beiden ja inzwischen auch in bestimmte Alterszonen vorgedrungen sind, die unter Umständen ein schnelles Gehtempo nicht mehr zulassen. Somit haben wir beim Fall 4 angelangt. Mit der nachfolgenden Schutzaktion wurde Engel Helene betraut,
Wegen der jähen und abrupten Einfälle von Peter muss oft aus dem Stegreif eine Hilfelösung gefunden werden, was zuweilen auch sogar bei engem Stress auslöst. Und so war es auch im folgenden Fall. Wie das entstanden ist, habe ich nicht durchschaut. So kurzfristig wurde ich mit der Aufgabe betraut. Der Petrus hat nur gesagt, da ist Gefahr im Verzug, schau, dass du fertig wärst, mach dich auf den Flug. Wie ich komm, sucht der Peter irgendwas im Auto in der Garage. Und von da weg hat es langsam angefangen, die Blamage. Irgendwas ist es eng da herin, der Wagen muss da raus. Weil er nicht fährt, schiebt einen Händischen aus. Er hat scheinbar gar nicht drüber gedacht, dass Garagenabfang fährt er ihn hin. Und prompt gleitet ihm die Sache aus der Hand. Das Auto rollt zunächst noch über eigenes Land. Doch dann steuert der elends Audi auf die öffentliche Straße. Das ist bei kein Gaudi. Er möchte was da, er muss hinter den Wagen. Riskiert dabei natürlich Kopf und Kragen. Von vorn kommt das Auto, von hinten der Zaun. Jetzt braucht es ihn bloß noch auf die Schnauzen hauen. Jetzt pressiert es, ich schiebe ihm auf Zeiten und lasse das Auto an den Zaunpfosten gleiten. Auf das hier haben wir selber die Sinne entschwunden. Wie ich aufwache, habe ich mich Gott sei Dank wieder im Himmel befunden. Dann war also da voll fünf drum. Vor ein paar Jahren war bei Eberherrs Silberhochzeit angesagt. Ausgerechnet bei dieser war als Bewachung Schutz in den Hermann eingeteilt, der hier allerdings sein Meisterstück ablieferte und daraufhin zum Oberengel befördert wurde. Die Eberherrs, sie luden ein riesengroßes Fest soll sein, mit Kirche und Wirtschaft alles dabei, jedenfalls eine Riesenfeierei. Ein paar ganz Gefeide haben sie es nicht nehmen lassen und haben eine komplette Durchführung beschlossen. Am Baum aufstellen und nachfeiern, am Hochzeitstag aufwecken und wieder feiern. Und dann rief man mich auf den Plan, es war meine Zeit. Ich habe mich auf dies auch schon mächtelang gefreut. Sie haben sich gewünscht, dass ich den Brautwagen fahre. Doch mir war das gefährlich, ganz gewiss war. Ich habe mir gedacht, Sicherheit ist erste Pflicht und hab den robusten Eicherbulldog hergerichtet. Doch nach einer Proberunde war es schon wieder aus. Sind lieber mit dem Brautwagen weitergefahren auf Hochhaus. Jetzt hätte ich auf die aufpassen sollen und nix ist der Kind. Dabei hätten das sie mit mir ganz bestimmt nicht erwähnt. Ich hab dann doch noch meinen Beitrag geleistet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, die waren ja so dreist. In der Hochzeitsnacht, da waren die so wild und hätten gleich noch mehr ihrer Pflicht erfüllt. Aber da, mein Lieber, da habe ich blockiert. Sie waren dann auch momentan gleich schockiert. Doch wie ich es ihr gesagt habe, dann waren sie schon wieder zufrieden. Sonst hätten wir nicht noch ein Jahr einen Baum umgeschnitten. Damit das Ganze ein wenig zurechtgerückt wird, möchte ich schon noch erwähnen, dass man mit dem Peter immer rechnen kann. Sei es in guten und schlechten Zeiten. Ein Organisationstalent ist er auf alle Fälle. Das sieht man ja schon an der heutigen Feier. Es war auch schon die Feier zum 40. Geburtstag eine durchdachte Sache. Nur er selber hat damals zum Schluss seinen eigenen Bettgang nicht mehr so gut organisieren können, wie ich mich erinnern kann.
aber ein weiteres Jahrzehnt Lebenserfahrung und man kann zuversichtlich sehen, dass er die Zukunft vorzüglich meistert. Damit sind wir auch beim Fall 6 angelangt. Für diese Angelegenheit hätten wir eigentlich den Gott Amor gebraucht. Da dies aber nicht verfügbar war, musste Schutzengel Annelies die bekannte Angelegenheit übernehmen. Obwohl er sich fast nichts merken kann, gibt er schon allweil nur recht ab. Er hat da schon einen guten Trick. Das Merken überlässt er nicht am Glück. Fällt ihm was Gutes, was Wichtiges ein, dann muss das sofort aufgeschrieben sein. Im Bett, wenn er nicht schlafen kann, denkt er nur noch der gute Mann, was er eben Schlimmes andeutet. Und manchmal auch eine schöne Stunde. Am anderen Tag weiß er nichts mehr, drum riecht er sich einen Zettel her. Nebst Kugelschreiber akkurat liegt das am Nachttisch dann parat. Und hat sein Hirn Ideen gebracht, notiert das mitten in der Nacht. Doch eins vergisst er immer wieder, ist mir als Engel schon fast zuwider, dass es auch was anderes gibt als Schreiben und immer ruhig liegen bleiben. Dann erinnert mich deutlich und klar, dass da früher auch noch was anderes war. Lass Christa nicht so ruhig schlafen, der Herrgott darf dich da nicht strafen. Wenn statt dem ewigen Zettel schreiben, die kannst auf die andere Seite rein. Und das Hirn ausschalten ohne Schranken, dann kannst du auf andere Gedanken. Warum sage ich das, so wäre ich gefragt. Mit 50 habe ich dir das letzte Mal gesagt. Telefonieren macht der Peter mit Vorliebe. Allerdings in einer Art und Weise, die mir als Petrus die Haare, sofern noch vorhanden, zu Berge stehen lassen. Beispiel. Er gibt sich beim Anruf an Wilhelm Annelies als Manager eines Fußballvereins aus der Mühldorfer Gegend aus und fragt nach Einzelheiten. Da Annelies weiß, dass das Spiel abgesagt ist, sagt sie auch dem angeblichen Manager dieses. Den interessiert es allerdings überhaupt nicht. Seine Spieler seien schon unterwegs. Wenn eine Absage offiziell stattfinden soll, muss das unter der Telefonnummer, Annelies notiert sauber mit, 08076-1628 geschehen. Dann legt er auf und lässt Annelies mit seiner Verzweiflung allein. Es dauert eine Weile, bis sie draufkommt, dass das die Telefonnummer von Eberherr Peter ist. Fall 7, das war eigentlich dann, eigentlich war es der letzte Fall, das ist der vorletzte. Hiermit war Engel Kathi betraut, aber zugleich auch fast überfordert. Weil sie es hiermit mit einer negativen Stärke von Peter zu tun bekam. Du sollst nicht lügen. Oder detailliert, du sollst kein falsches Zeugnis geben, wieder deinen Nächsten. Ich hoffe bloß, dass der Lehrer nicht so viele falsche Zeugnisse an dich gegeben hat, wie es verdient hat. Oh mein Leid, mit dem 8. Gebot bringt mir der Peter immer Elend in Not. Lernen konnte er, dass ich die Beugen bin. Und auch so, dass viele rückwärts fliegen. Mei, vor 100 fällt mir da ein Beispiel ein. Er schiebt ganz genüsslich ein Videoband rein, nimmt im Winter einen Wetterbericht auf und hebt ihn dann bis weit in Sommer rein auf. Ein Bergtour steht an, Christa möchte wandern. Mei, da hätt's ihn sehen sollen. Unbemerkt hält er den Wetterbericht her. Und damals im Winter, da muss man lernen.
Christus sagt, da gehen wir nicht gehen. Da bleiben wir stecken, da müssen wir ganz elendig im Schnee drin verrecken. Ich stell mir vor, in der Kirche drin, der Bäder beim Beichten, wird dann am Pfarrer die Augen werden leuchten. Der weiß nicht, soll er weinen oder lachen, wenn er hört, was der Bäder liefert für Sachen. Ich jeden. Der Arbeit, was du wegen dem hast, war es also kein Wunder, wenn die Engel da körperliche Schäden davon ziehen dann. Und das ist auch dann tatsächlich so gekommen. Durch die enorme Aufpasserei war es mit der Sehkraft plötzlich vorbei. Die Engel haben so stark gelitten, dass sie mir alle gleich um Brillen bitten. Genehmigt von unserem obersten Boss, zogen die Engel gleich zum Augentest los. Erzengel Gabriel, der macht den Test und stellt enorme Sehschwächen fest. Und als alle Brillen probieren, na klar, auch gerade da muss passieren, dem Peter fällt das Radlfahren ein. Ein Gepäckträger, ein Karton Wein. So fährt er los, der alte Pingel. Und keiner hat Zeit gehabt von den Engeln. Dass das nur schief gekommen ist, klar. Ich sag's euch kurz, wie das dann war. Auf Pfaffinglein, auf Kilometer 14, da schleudert's ihn dann durch das Stürzen. Ich seh's, hau mich oben in den Affenzahn, weiß aber, dass ich es nicht mehr verhindern kann. Er selber war nicht mehr zum Retten. Ich gebe dem Hexen noch Tabletten. Doch im letzten Moment, das tut mich frei, hab ich noch gerettet den Karton Wein. Keine einzige Flasche ist da gebrochen, lediglich ein Peter seine Knochen. Doch ich kenne ihn, bevor der Wein verreckt, ist ihm lieber, wenn es ihn selber gestreckt. So bleibt er am Sockter und legt sich in Pose, wenigstens das wichtigste Mittel für die Narkose. Ich mit meinem himmlischen Begleitpersonal muss jetzt wieder verschwinden, es gibt ja schließlich auch noch andere Aufgaben für uns. Obwohl, wie vorhin gehört, der Peter eine ganze Himmelsarmada beschäftigen könnte. Einen einzigen flehenden Wunsch möchten wir jetzt gern zum Schluss noch loswerden. Der Wunsch von uns Schutzengel miteinander, wir halten den Zustand nimmer lang stand. Es muss auch Ruhe sein. Spätestens nächstes Jahr Pfingsten, dem bedingt eins, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten.